Ja, wir haben das mal so Plattenmafia genannt. Das bedeutet, dass Leute haben Platten bekommen aus Ungarn oder beziehungsweise dann von den Großeltern, die dann im Westen rüberfahren durften, haben uns dann Platten mitgebracht. Die wurden untereinander getauscht. Und also jetzt unser Wismar war ziemlich zentral, also ziemlich spektakulär in der Richtung, weil wir sehr, sehr viel Platten bekommen haben. Und das ging dann weiter über Schwerin, Magdeburg, Halberstadt, Weimar, Mittelpöllnitz. Ja, und was die Jungs denn da unten im Süden gemacht haben, das haben wir da oben gar nicht mehr mitbekommen. Das bedeutet beispielsweise, man hat sich dann am Bahnhof getroffen, hat dann Platten übergeben in den Beutel, du wusstest noch nicht mal, was drin ist. Der Kollege aus Schwerin beispielsweise nimmt die Platten an. In einer Woche treffen wir uns wieder. Die Sache war nur so gewesen, also man hat sich dann in der Metropa, für die Nichtkundigen, das sind die Bahnhofskneipen gewesen, die staatlichen, da wurden dann immer die Platten übergeben. Und dann plötzlich du hast dann zwar nächste Woche auf deine Platten gewartet, die hast du aber nicht bekommen. Dafür hast du jetzt einen Beutel bekommen mit völlig anderen Platten, wo du nicht wusstest, von wem die eigentlich sind. Und das war wie so eine Mafia. Es war so komplett über die ganze DDR, war das so bis nach Berlin und weiß ich, wo die sind. Sind die dann gewandert und das hat ganz kuriose Situationen hervorgerufen. Wir hatten in der DDR gab es ein DT64, hat immer Tendenz Hard bis Heavy gehabt. Und da wurden dann sehr viel amerikanische und ja, bundesdeutsche Thrash-Metal-Bands überhaupt gespielt. Und ich hatte mal von Volvo die Royal-LP gehabt. Und da war ein Sprung drauf auf der B-Seite, ich glaube bei Helldriver, bei dem Titel, genau. Und dann hören wir, und ich habe die verborgt gehabt. Über Schwerin ging die sonst wohin und irgendwie 4 Wochen später höre ich wieder Tendenz Hard bis Heavy. Da wurde meine verdammte Volvo gespielt mit diesem Sprung. Ich saß vom Radio und Moment mal, hey, das ist doch meine Platte. Wie ist die da zum Radio hingekommen? Ein Vierteljahr später habe ich die dann irgendwie wiederbekommen. Aber in der Zwischenzeit haben wir so viele verschiedene Platten gehabt. Also das war wie so ein Ring und alle haben zusammengehalten. Es hat keiner gewagt, irgendwie eine Platte zu klauen. Weil jeder wusste, wenn einer da von diesem Ring eine Platte sich da einzockt, oh, ich wurde beklaut, so. Da gab es das Bullauge, da war die Fresse weg, sagen wir es mal so. Und deswegen, das klappte wunderbar.